Ja, wir sind hier heute am Betrieb Götzschelbauer Christian in Obdach zum Produkt Kuhhefe LB. Ist von Biomin die autolysierte Hefe zur Stabilisierung von Pansen und Partikelfermentation. Zum Betrieb selbst möchte ich den Betriebsführer Christian um ein paar Details bitten. Herzlich willkommen an meinem Betrieb. Wir haben momentan 35 Milchkühe mit einem Schnitt von über 11.000 Kilo. Unser ganzes Grünland wird viermal genutzt, in Silo, Ballen gepresst. Die Ration mit dem Mischwagen gemischt, das heißt zwei Siloballen plus ein Drittel Silo Mais plus Viehsalz, Mineralstoffe, Getreide, Rapsschrot und Körnermais. Die Empfehlung zum Einsatz von Kuhhefe LB kam von meiner Seite. Meine Gedanken dahinter waren wirklich, den Pansen mehr zu stabilisieren durch die Ballenfütterung und auch die Fermentation der Partikel zu verbessern. Die Ergebnisse daraus kann uns vielleicht Christian kurz auch schildern. Seit vier Wochen geben wir Kuhhefe in die Mischration. Wir haben nach zwei Wochen gemerkt, dass die Milchleistung 1 bis 1 Kilo pro Kuh und Tag gestiegen ist. Und muss sagen, auch die Futteraufnahme ist auch gestiegen. Und es so weiter so funktioniert, werde ich weiterhin Kuhhefe verwenden. Einsatzmenge von deiner Seite? Ja, wie empfohlen, 70 Gramm pro Kuh und Tag.